Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part, beziehungsweise zur nächsten Aufnahmesession. 4, 3. So, Kannst du mir Hallo sagen? guck hier, ja, moin Jan. Ich Hallo. bin hier gerade ein bisschen vercheckt und verplant, weil ich gar nichts vom Aufnehmen sehe. Vom Aufnehmen? Du meinst vom Fraps. Die FPS, du musst F12 drücken. Aber dann, ne? Ja, Nee, dann passiert perfekt, nichts. okay, wunderbar. Kannst du ja auch Komisch, die eigentlich ist Position es immer verändern, eh. automatisch. Ja, eben. Ja, Das normalerweise kenne ich ja. auch, aber eigentlich ist es bei mir immer angezeigt. So, Bist du sicher, dass wir waren? wir hier oben. Wir waren in der letzten Aufnahmesession hier oben. Und da ist dann doch tatsächlich des Büschels Penis geplatzt, in Anführungszeichen. Ist dein Penis Jan, geplatzt? sein PC ist abgeschmiert, weil. Erzähl du Mein einfach mal Netzteil jetzt. ist durchgebrutzelt. Ich habe Ja. ja auch gesagt, ja, wir stinken hier. Wenn Ja. es vielleicht drauf war noch oder keine Ahnung. Also wenn wir hier Und waren, dann, also bis hierhin ging es also halt wenn wir noch. hier waren, dann waren wir hier. Ja, richtig. Come on, tough guy. We Warte enter now. eben. Warte eben. Waaah! War da was Tolles? Nö. Da waren wir doch schon. Nee. Doch, ich habe echt das Gefühl, wir Oh, waren hier schon. Digga, Warte das eben, ist warte eben. hier. Krypto-Mypto, Guck dir das mal Alter. an, alles. So, sieht so strange aus. Alter! Ey, ich sag, warte mal, und der will mich angreifen, der Penner. Warte eben. Da kommt noch einer, Digga. Ja, no munition, that's pretty bad, man. Ja, gucken wir uns mal. Boah, Junge, meine Augen. John? Ja. Gut, was machst du? Warte eben. Ja, ich guck mich mal um. Ja, John hat sich mal auch ein bisschen was gegönnt. Er hat jetzt eine Nee. neue Motherboard, einen neuen Jo. RAM-Speicher, DDR3 am Start Jo. und Endlich mal nach 10 Jahren. Ne? neues Netzteil, Netzteil ne? sowieso, ja. Warum hast du nur ein neues Netzteil? Können wir weitermachen hier jetzt oder soll ich hier noch ein Ja, ja, bisschen die ja. Leute hinhalten? Mal Nee, gucken. warte, Hier geht auch noch die Tür auf. was bist du? Was ist das hier für Okay. ein Retardo-Plätzchen? Verdammt, Alter. Warte, Simband. Hier hinten Ey, das bin ist ja ein ich. Ich Spaß. bin's zurückgegangen, Digga. Ja, klar, Scheiben können wir natürlich nicht zerschießen. Was hier? Junge, Junge. Du sollst nicht weitergehen, Maga. Digga, sag mir das doch, ich wusste noch nicht, wo du Hab ich bist. doch fünfmal gesagt, dass ich zurückgegangen bin. Ist halt irgendwas Spannendes passiert, oder? Mal die Türen, Nö. Alter. Guck mal, guck mich mal an. Ah! Wow, Fuck! Alter. Ah, nein! Aua! Guck mal, ich Kacke! bin so ein Penner mit einem Schlagstock jetzt, mit so einer Brechstange. Ja, ich sehe es. Ich höre hier immer noch, was geht die Tür da auf? Keine Nee. Ahnung, Mann. Alter, waren wir nicht als letztes in so einem Lagerhaus und alles vorbeigegangen, Mann? Komm her. Es ist so lange her schon, dass wir den letzten Part Wir gemacht haben. waren erst bis zu diesem Dingsbums. Bis zur Treppe, wo wir eben angefangen haben aufzunehmen. Bist du sicher, Mann? Weil. 1000%, du kannst ja einfach nachgucken. Ich kann ja Guck gerade mal, im mal letzten Part, nebenbei da waren wir reingucken. draußen. Wenn du willst, kann ich gerade mal reingucken. Ja, ich guck auch gerade rein. Ja, jetzt ist mir eingefallen, leg nicht runter, Digga, weil das ist echt richtig scheiße, wenn ihr jetzt abkackt. Nein, ich geh nicht runter, ich hab mein Handy. Ich finde gerade auch nicht meinen Weg. Jetzt geh mal weiter hier. Digga, wir waren aber unten Wir irgendwo. sind alle Nicht Oh, unten, komm her, ich sondern. brauche Hilfe. Aua. Hier sind auf jeden Fall Spuren. Das ist ziemlich offensichtlich. Und hier ist überall auch Blut. Das ist richtig, so wie man sieht. Und komische Zeichen. Ich glaube, der macht gleich Bumm, der Penner. Oh oh, jetzt Oh, explodierst du. macht ja Hoffentlich. nichts. Geh mal zu dem. Wo ist denn der? Da, ne? Hier in der Mitte.
Sorry, das war aber jetzt Hä, kritisch. Was hab ich gemacht? Was, wenn ich sie drück? Spring dich einfach mal hoch. Ja, du fängst an zu piepen, halt gedrückt. Ich kann nur so hauen. Ach, die ist einfach nur gerade anders. Spring nicht mal, also zerstör den Körper mal, ich werde dir explodiert. Mach, beeil dich. Wie, beeil dich? Ja, mach doch. Du sollst, ja, genau. Ach so, ich, ja. Ja, normal, aber. Das können wir gleich auch mal testen. Ich muss hier immer gucken, dass ich die Munition mitnehme, weil hier nicht viel Munition am Start ist, ne? Ja, jetzt schauen wir hier drüben nochmal schnell durch. Also ich frage mich ja wirklich, was diese Zeichen so bedeuten. Das hier kenne ich, das Zeichen hier auf jeden Fall aus einem Film. Keine Ahnung, Mann. Und in dem wird davon gesprochen, dass dieses Zeichen in Anführungszeichen für die Welt steht und alles, was uns umgibt, ja, eben die Beschreibung von allem einfach ist. Sowas in der Art. Okay. Und das da, dieses Geisterface oder was auch immer das ist? Weiß ich nicht, also es war halt so eine Serie, so eine amerikanische, wo und so. So, da sind die. Ja. Verdammt! Die wurde leider nach der ersten Staffel, nach der zweiten Staffel abgesetzt und die zweite hätte ich nur teilweise auf amerikanisch gucken können, da hab ich keinen Bock drauf. Okay. Ja, hier, es ist überall dieses Zeichen. Aua! Sorry. Du hast Boss vergessen. Sorry. Boss. Danke. Weiß ich doch. Assi, Alter. Ey, ich hab Wurfmesser. Yay, yay. Wir müssen vielleicht einfach mal hoch. Warte, warte, guck mal, ich will den Teddy abwerfen. Oh. Wo ist denn der Teddy? Da, da steckt ein Messer drin. Mach mal. Also, so drei. Hoho. Ah, das ist ja. Das ist aber auch nicht immer so wie ich. Verstehst du? Wie meinst du? Letztes Mal war das doch auch so. Bei mir war der doch irgendwie. Ja, das stimmt. So verbuggt und bei dir war das alles ganz normal. Was geht denn hier? Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay, hier ist eine. Das kommt wieder ohne Scheiße, Alter. Ey, geh doch mal. Oh, da ist die kleine Fotze! Lol. Epic. Ja, auf dem linken Stick. Ey, hier, komm schnell runter. Ach so, ja. Warte, nichts machen, ich hab eine Granate. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Ich bin woanders als du. Lol, bist du denn nicht runtergefallen? Doch, aber ich bin vorher runtergefallen, glaube ich. Oh no. Warte eben. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd. Meine Nase juckt mies. Safe sound. Moin. Moin. Ey, finde ich mitnehmen. Liegt hier noch eine Waffe? Familienmitglieder werden Götter unter Menschen sein. Warum sind hier überall Löcher in den Wänden? Das finde ich gar nicht geil. Ich auch irgendwie nicht so. Oh no, und hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, es sind aber keine richtigen Löcher. Doch. Lol. Ich wusste es einfach. Das ist so klar gewesen. Ich wusste auch, ey. Yo, komm mal zu mir. Ey, der kann durch die Wand, also. Wow, 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 wow. Bleib bei mir. Ich hau dich. Also wie? Hä? Ist natürlich clever, mich zu hauen. Digga, die sind mega beständig. Ich klatsch die alle locker weg. Ja, dann mach mal. Beständig heißt übrigens nicht das, was du denkst. Die haben das sogar teilweise dieses Zeichen im Gesicht reingemalt bekommen. So. Ich klatsche den Kurt im Arsch. Ah ja, stimmt, ich hab ja noch hier. Oh, 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 oh. Ey, oh, was will der mit mir? Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht, wurdest du auch gegessen? Geil, Alter. Ey, Bruder. Hast du das?
Ja, ah, du hast ein Anarchiezeichen auf dem Kopf, Digga. Ah, du bist hübsch, komm. Hab ich auch sowas auf dem Kopf? Nö. Da vorne, du hast ein, ja, so ein großes, komm, fettes... Komm, wir gehen. Gehen wir spielen? Ihr haltet sie für unschuldig, verängstigt. Sie ist nichts weiter als völlig entfesselte Wut. Boah, es kommt die Fotze gleich, Alter. Na, bestimmt. Ich will spielen! Ich auch. Ich hoffe, ach ne. Ja, schon gut. Ihr Jin Sun Quan, hört mich irgendjemand? Nö. Ich bin auf wichtige Informationen gestoßen, die ich weitergeben muss, aber die Todesschwadronen von Ara kämpfen überall. Lüge. Das ist eine Lüge. Vergiss das, Mädchen. Ihre Rettung wird dich nicht von deinen Geistern befreien. Sie ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was hier vor sich geht. Aha. Und nur darum sind wir an diesem gottverlassenen Ort zurückgekehrt. Digga, ich, mein Qualm ist voll geil, oder? Mhm. Also diese, nicht Qualm, sondern das pulsierende. Geile Mucke! Als ich 10 war, kam meine Mutter auf mich zu. Und meine? Wir kamen uns näher und sie fing an, oder? Ihre Zurückhaltung aufzugeben. Boah, Alter, ich bin Saratscha, Digga. Ja, sechs wahrscheinlich. Tage später wurde sie von unserem Kronkatze, meinst du? Sie aber ohne Schall voll die Mischung. Meinst du das Absicht? Was? So. So eine Mischung aus Kronk und Saratscha. Wer weiß, ne? Waren auch von ihr angetan. Denke nicht, weil das Spiel schon ein paar Jahre alt ist. Also, beziehungsweise die Reihe. Gibt es schon, ist ja der dritte Teil schon. Diese Säuberungsaktion ist mehr als nur ein Albtraum für die Öffentlichkeit. Es geht darum, die Kontrolle über etwas entsetzlich Mächtiges zu erlangen. Aber ich musste eben mal mein Spiel runterstellen. War ein bisschen laut. Guck mal, das im Fußball, wollen wir damit spielen? Kennst du, warte mal, kennst du den hier? Moment, erstmal gucken, was hier geht. Ja, Action, lass mal irgendwie wegstarten. Ey, ich kann Ball spielen. Digga. Jawohl, jetzt kann ich auch ein bisschen ballern. Moin, Soldatenkumpel. Moin, da sind Waffen für mich. Hoffentlich ein Sniper. Ich könnte die auch nehmen. Ich schieß alle ab, die oben sind. Okay. Meinst du damit, ich soll die am schnellsten unten sind? Ja, richtig. Komm mal hier rein. Janinski, komm rein. Fuck. Warte, ich muss gerade einen neuen einnehmen. Scheiße, kann ich ja noch nicht wieder. Jawohl, Digga. Ich helfe dir von oben, okay? Oh. Scheiße, wie bück ich mich nochmal? Ich weiß es gar nicht. Bleib hier, Mann. Scheiße, ich bin tot. Jawohl. Nein! Ach, Glück gehabt. Wer, du oder ich? Bam, Junge. Oh, ich komm zu dir. Ey, geh nicht weg. Nee, bleib unten. Ich geb dir Deckung, bleib unten. Ich hab jetzt einen Sniper. Bleib unten. Ja, der ist auf dem Balkon, mein Homie. Und? Und dann... Das wäre aber echt praktisch, wenn ich auch noch Dings einnehmen kann. Das ist ein Juggernaut-Ding. Ja, ich schieße ihn auch schon ab. Digga, oh mein Gott, Alter. Oha, Alter, die macht heftige Rollerblade-Action und so. Ich komme hoch, Alter. Ja. Come upstairs. Ich würde auch gerne Waffen trotzdem nehmen können. Das wäre voll praktisch. Ja. Stärker.
wir oder die Alte? Kennst du eigentlich den, John? Na? Ach, sorry, hoppala. Kennst du den noch oder kennt ihr den noch? Spaß. Den kennen wir noch nicht. Der kommt noch, du Penner. Oh! Am Sonntag oder so. Ja. Mal gucken, was ich jetzt dann. Ja, mache. Kommt ja dann noch. Ja, ist ja egal. Ja, dann ist, den seht ihr mal, das ist ein kleiner Trailer. Unglaublich witzig. Auf ein Penis-Interview. Nicht Penis, sondern. Wie heißt das? Auf eine Penis-Compilation. Compilation. Kaum gay. Warte mal, ich nehme für den Nahkampf die Shotgun. Ich geh kurz ein bisschen zocken, guck. Ja, okay. Mann, ich nehme den hier. Guck mal, wenn ich. Ich dachte, die hat eine Rocket-Tastatur. Oh. Darfst nicht mehr spielen. Rocket-Tastatur, denkt ihr? Game over. Ja. Ey, das gibt links. Zeit, ja, gut, wir müssen irgendwie weiter jetzt. Hier unten. Ich geh mal hier unten. Ah, hier unten ist ja alles versperrt, ey. Also wir müssen schon unten weiter, denke ich, aber wohin? Das geh ist doch nicht hier dahin, die Frage. Du alleine. Hast du nicht Angst, ohne deinen Bruder? Hier ist ein Seelenband, komm her. Sag, wenn du neben mir bist. Mann, ich verwechsel immer die Tasten, ey. Warte, kenn hier ich. Ist noch was. Warte mal, das juckt so. Ja, wo? Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vorne durch müssen. Weil der hier auch abgestürzt ist, dass wir jetzt hier durchkommen. Irgendwie. Ja, hier. Nee, doch nicht. Oh, ich brenne. Ah, okay. Springen. Also. Okay, das ist. Oh, ich will einen Anzug. Systemdiagnose hoch. Geil! Ey, ich finde das ist ja sehr unfair. Ich gehe auch wieder raus, du kannst ihn haben. Nein, will ich gar nicht. Doch, weil ich Nahkampf kann. Geh rein. Ja, ich nicht? Ja, ich du hast keine Waffen, Digga. Die kann sich nicht wehren. Schon vergessen?